So, Sven, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich wollte ja schon immer mal mit dir aufs Dach gehen. Gerne. Und heute lässt du mich endlich mal und ich kann endlich mal angucken, was du da oben überhaupt tust auf dem Dach. Genau. So, dann lass uns doch mal reingehen und hochgehen. Lass uns starten. Einfach auf. Auf. Ist ja nicht mal dein Kernbezirk, ne? Nee. Oh, ja, aber du brauchst dir bloß ein Schornsteinfeger-Outfit anziehen und dann ist die Sache in Ordnung. Ja. Dann lassen dich alle Leute aufs Dach steigen. Ja, sag Sven, ich wollte dir ja schon immer mal ein paar Fragen stellen zu deinem Beruf. Mal Fall gesetzt, du, der 16-jährige Ich, trifft den Zukunfts-Sven von heute. Würdest du dir noch mal empfehlen, Schornsteinfeger zu werden? Auf jeden Fall. Warum? Schönste Beruf, den es gibt. Nicht nur wegen der Aussicht? Schöne Aussicht, man kann sich alles einteilen, man ist jeden Tag draußen in der frischen Luft. Ja. Moderne Anlagen, Technik. Was machst du denn hier auf dem Dach? Also hier zum Beispiel sind jetzt Lüftungsanlagen drin. Ja. Hier werden im Prinzip die ganzen Lüftungsanlagen überprüft. Also hier bei dem Schornstein oder genau. Wie? Hier hängt dann auch unten dann auch ein Gasgerät mit dran. Ja. Aber das machst du eigentlich von drin? Von hier oben machst du eigentlich da nichts, oder? Hier oben werden bloß diese Hauptschächte gekehrt. Ja. Die Abgase abziehen. Ja. Und von der Wohnung her wird es dann direkt überprüft, die ganze Anlage. So, also muss ich den Schornsteinfeger gar nicht mehr so oft aufs Dach. Doch, man sieht es ja hier, wie viele Schornsteine noch vorhanden sind. Ich schwenke mal. No. Das sind ja teilweise Gasheizungsanlagen, feste Brennstoffe angeschlossen. Eine geile Aussicht ist Also das. Das Dach muss man schon noch regelmäßig. Und nimmt die Bürokratie auf, nimmt die zu oder hat die Okay. Digitalisierung bei euch Einzug gehalten? Also, zu mir klar. Also, wo man früher, sag ich mal, mit dem Fahrrad, Rucksack, Kehrbesen unterwegs war, nur Kern, alles gut, abends ein Zettelchen geschrieben, erledigt. Ja. Und jetzt natürlich, muss ich sagen, also gute 50% Büroarbeit. Ja. Ja. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Hat dir der Schornsteinfegerberuf geholfen, deine Frau kennenzulernen? Naja. Was wollte ich dich auch schon immer fragen? Wie ist das so, wenn man früh auf dem Dach steht? Die Sonne geht auf. Ist das nicht das geilste Gefühl auf Erden? Traumhaft. Musst du dann allen Bescheid sagen, dass die Sonne aufgegangen ist? Nö. Behältst du für dich? Ich bin ja so mit. Sven, wie ist das als Schornsteinfeger? Wird man gewertschätzt von den Leuten? Ja, ich denke schon. Ja. Man merkt so, wenn man durch die Stadt geht, in Schwarz, man wird begrüßt. Ja. Leute sind alle freundlich, doch. Hat sich auch im Laufe der Jahre nicht gewandelt? Nee. Man muss aber seine Arbeit ordentlich machen, nett sein, kundenfreundlich. Und das Ja. ist das eigentlich ein Selbstläufer. Schön. Ja. Wie ist der Zusammenhalt von den Kollegen zwischen euch Fegern? Muss ich sagen, top. Also gibt es gar keine Probleme. Ja. Also, Achtung. Ja, Wir arbeiten alle gut miteinander. ich muss hier aufpassen, Leute. Wir sind hier wirklich oben auf dem Dach. Hier, was ist das? Ist das ein Blitzableiter? Das ist Blitzableiter. Ja. Man muss immer aufpassen, wo man hintritt bei Ja. deinem Beruf. Jetzt geht man auf die Nase dann. So. Nee, also wie gesagt, Zusammenhalt ist top da. Wir helfen uns auch regelmäßig aus, wenn jemand Probleme hat, wenn irgendwo ein Kollege krank geworden ist. Ihr seid eine kleine Familie sozusagen. Ja. Oder eine ganz große. Eine große. Eine ganz große Familie. Hat man bundesweit Kontakt Ja, zueinander? ja. Macht ihr was zusammen? Es gibt ja dann dieses internationale Schornsteinfeger-Treffen, da fahren sehr viele hin, in Italien. Ja. Und in Deutschland gibt es dann halt immer so eine Biker-Treffs oder also Schornsteinfeger-Biker-Treffs oder. Also ihr seid tatsächlich auch alle privat befreundet. Ja, alle nee. Also man kennt ein paar, ja klar, aber Ja. die ganze Masse kennt logischerweise nie. Nee, aber es ist schon so, wenn man das heraushört, wenn ihr da so Sachen zusammen unternehmt, privat, Biker treffen, nach Italien fahren, ist schon ein schöner Zusammenhalt bei euch im Handwerk. Ist ein super Zusammenhalt. Also Wie läuft das so ab, wenn du so einen Tag hast? Wie viele Termine machst du dann, oder? Unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, was für Arbeiten durchgeführt werden. Also in der Regel sage ich mal irgendwo zwischen 10 und 15 Termine. Okay. Ich stelle mir das immer so schwierig vor. Ich meine, ich bin ja selber Versicherungsmakler und habe ja auch Termine. Ich sage mal, wenn ich 5 Termine am Tag habe, sagen 3 ab. Ist das bei euch auch so? Okay, haben wir auch. Es gibt auch Tage, da Ne? klappen von den 15 vielleicht 10. So Ja. Tage gibt es auch. Es gibt aber auch Tage, da wird dann halt die vorneweg nicht da waren, hinten noch dran gepackt. Man muss quasi ein kleines Organisationstalent muss man auch Das sollte mitbringen. man mitbringen. Ja. Also Organisation ist alles. Also wenn man überlegt, wie viele Grundstücke man im Jahr so
betreut. Das ist schon. Gib mal eine Zahl, wie viel sind das? Ja, also bei mir sind es 2,7. 2,7? Ja. Das ist eine Menge. Und die müssen alle besucht werden in einem Jahr? Ja. Darfst du Urlaub machen? Ich muss Urlaub machen. Du musst Urlaub machen. Meine Chefin sagt dann einfach mal, jetzt machen wir Urlaub. Deine Chefin, wer ist das? Und meine Frau. Ach so. Ach Sven, wenn ich die Aussicht hier so sehe, verstehe ich schon, warum du Schornsteinfeger geworden bist. Ja, Rainer, dann leg los. Unser Handwerk sucht. 2 Jahre lehrt. Danach noch 3 Jahre dranhängen, Meisterbrief machen. Und in 2 Jahren kann ich schon Schornsteinfeger sein? Ja. Jetzt so hoch aus der Kalten raus? Ja. Muss ich mir vielleicht wirklich überlegen. Ich mache im Prinzip eine Umschulung. Die dauert 2 Jahre. Ja. Kein Problem. So, hier müssen wir wieder runter. Na da. Guck mal hier, Leute, das ist nicht ohne. Die arme Sau muss jetzt hier wieder runterkommen. Ich wollte mir ja schon immer mal so einen Schornstein von innen angucken. Ja, dann gucke. Guck mal. Hier kommen also die Geschenke rein. Da kommen die Geschenke rein. Ja, Mensch, der Weihnachtsmann hat ganz schön zu tun. Aber das Fahrrad passt da hier gar nicht durch. Wie soll das gehen? Aber es sieht sauber aus. Warst du hier schon tätig? Hier hängen Gasgeräte dran. Ach so, da ist gar kein Ruß.